Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe heute die Soundpeats True Air 3 in der Vorstellung. Ich habe mir die letzten 4 bis 6 Wochen viele Details angeschaut, habe meine Erfahrungen mit diesen In-Ear-Buds gemacht und möchte jetzt ein kleines Resümee abgeben. Aber bevor ich das mache, schauen wir erstmal, wie hier die Preise liegen, was der Vergleich zu den True Air 2 ausmacht und was im Lieferumfang dabei ist. Ja, wen das ganze Thema In-Ear-Buds von Soundpeats interessiert, der kann gerne dranbleiben. Weiter geht's nach einem kurzen Intro. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns ganz auf diese In-Ear-Buds. Bei mir kommt es ja in erster Linie darauf an, wie die sich im Alltag schlagen. Das heißt, wie schnell sind sie einsatzbereit, was für eine Sprachqualität habe ich beim Freisprechen, wie werden die Störquellen herausgefiltert in Bezug auf Geräuschunterdrückung etc. etc. Was natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, ist die Latenz. Und da muss ich sagen, da geht es seit geraumer Zeit ordentlich bergauf. Also da haben viele Marken einfach richtig gutes Zeug im Programm. Und ich war ja schon von den Soundpeats True Air 2 begeistert. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Wer das nochmal sehen möchte, die habe ich oben rechts verlinkt. Also die haben in der Zwischenzeit auch über 6000 Bewertungen. Das ist echt Wahnsinn, ja. 6174 die True Air 2 und die Air 3 sind ja vor kurzem erst rausgekommen. Sind jetzt bei 239, also da werden noch der ein oder andere Erfahrungsbericht dann auch abgegeben werden. Ja, dann schauen wir mal, was kosten die? Zwischen 39,99 und 55,99, das ist Preispolitik, vergleichen, nicht kurz vor Weihnachten, einfach mal in den Einkaufskorb, in den Warenkorb reinlegen und während dem Auspacken oder beziehungsweise dem Anschauen dieser Schachtel, das ist ja eigentlich das Uninteressanteste an dem ganzen Teil, schauen wir mal, was sich hier verändert hat. Na, wo waren die aufzumachen? Ich komme immer mal bei diesen Schachteln durcheinander. Jetzt habe ich die so lange schon im Schrank liegen, diese Schachtel. Aber das war doch zum Rausziehen, Freunde. Ja, genau, ich wusste es doch noch. Also, was haben wir hier im Vergleich zu den True Air 2? Wir haben den Qualcomm 3040 mit dem 14,2 mm Membrantreiber. Der ist beim 2er auch schon vorhanden. Dann haben wir Bluetooth 5.2 plus aptX, diesen Codec. Der ist bei den True Air 2 natürlich auch schon mit dabei. Jetzt bei den 3 einfach fortgeführt. 4 Mikrofone, CVC 8.0, natürlich bei beiden an Bord. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch dabei haben. Das ist ein USB-C-Kabel. Auf USB, da kommen wir nämlich dazu, die USB-C-Ladebuchse, die war bei den Air 2 auch schon vorhanden, da haben sie hier nichts abgeändert, das ist auch gut so, das ist Schnellladen, das klappt richtig gut. Ja, was haben wir hier bei der Latenz? Ja, da kann ich keine Unterschiede feststellen. Vielleicht ist hier das Mikrofon, das ist so meine persönliche Einschätzung bei den Air 3, einen Tick besser, aber ich sage nur einen Tick, und zwar hört man es bei Wind. Und da wird einfach der Wind abgeregelt und die Stimme dezent runter. Das war bei anderen In-Ear-Buds ein richtiges Massaker in der Vergangenheit, weil dann alles runtergeregelt wurde. Also das ist jetzt bei den True Air 3 erste Sahne, auch bei starkem Wind beim Autofahren. Wir hören uns später mal ein paar Gespräche an, beziehungsweise ein paar Tests. Ich packe jetzt hier nicht diese Bedienungsanleitung raus, weil die Anwendung der Tasten ist hier wirklich intuitiv. Das kann ich euch einfach ganz kurz erklären und auch ganz kurz sagen. Also die Schachtel ist geschenketauglich, die Schachtel ist klein und also auch nichts Besonderes. Seht ihr hier, das ist diese typische Aufmachung. Dann haben wir jetzt eigentlich den Einstieg in die Sprachqualität. Und da würde ich euch einfach mal bitten, kurz zuzuhören. Ich habe hier verschiedene Aufnahmen gemacht und die hören wir uns jetzt kurz an. Ein kurzer Aufnahmetest der Soundpeats True Air 3. Und zwar während dem Autofahren. Ich habe beide In-Ear-Buds im Ohr, befinde mich auf der Beifahrerseite und die Lüftung ist auf Stufe 1. Ja, in einem Fahrzeug, das eine sehr hohe Geräuschkulisse hat. Und da bin ich jetzt einfach mal gespannt bei circa 110, 120 Stundenkilometern, was dann im Endeffekt an Ton beim Gesprächspartner rauskommt. Ein kurzer Aufnahmetest und zwar jetzt an der frischen Luft. Ich habe eine ganz normale Stoffmütze auf, habe beide In-Ear-Buds in den Ohren, links und rechts. Und es ist normaler Straßenverkehr. Ich mache ja diese Aufnahmen, damit man einfach mal sehen kann, wie diese In-Ear-Buds, diese True Air 3 in Extremsituationen
reagieren. Und ja, das ist jetzt die Einschätzung mit Mütze draußen mit viel Wind. Wir hatten jetzt zwei Extremsituationen mit dem, mit den In-Ear-Buds von Soundpeats. Jetzt haben wir einfach mal eine Situation, wie sie ganz normal ist, wenn man innerhalb von einem Gebäude sich befindet, keine Hintergrundgeräusche, beide In-Ear-Buds in den Ohren. Da könnt ihr einfach mal schauen, wie hier der Klang und die Stimmqualität ist. Ihr habt die Lautstärke gehört, ihr habt die Sprachqualität gehört, ihr habt hier Unterschiede machen können. Da könnt ihr euch jetzt einfach mal so einen kleinen Eindruck machen. Das ist also wirklich erste Sahne hier. Dann sind wir bei der Sache IPX5. Das ist ja eigentlich wie bei den R2. Duschen ist okay, Regen ist okay, aber nicht in die Badewanne oder auch nicht ins Schwimmbad. Das ist bei IPX5 für den Sport gedacht und das machen sie auch wirklich gut. Also da muss man sich jetzt keine Gedanken machen, schwitze ich jetzt zu arg etc. etc. Wir haben hier eine Spielzeit pro Ladung von 6 Stunden und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich habe hier noch nie Probleme gehabt. Ich lade das so alle 1 bis 2 Wochen unten auf, wenn ich mal am Rechner bin, zack, reingesteckt. Ansonsten benutze ich die mal eine Stunde, anderthalb beim Telefonieren. Ja, ich telefoniere so lange, Grüße gehen raus. Und, oder auch Sprachnachrichten und dann wird das automatisch wieder geladen. Das Case hat hier einen guten Schnapper, also das geht zu. Das Case steht auch. Wir haben hier oben Soundpeats, den Schriftzug, hier hinten USB-C. Mehr ist es nicht. Und vom Gewicht her hat sich hier ein bisschen was getan. Und zwar hätte ich ja gar nicht gedacht, die sind noch leichter geworden. Ja? Also die True R2 hatten 102 Gramm und die R3 haben jetzt 95 Gramm. Ja? Das ist natürlich schon einfach in die Tasche gesteckt. Da weiß man manchmal nicht, wo die sind. Und vom Tragegefühl, da muss ich euch auch noch was erzählen. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder auf die Hauptkamera. Ich muss immer mal so ein bisschen auf meinen Zettel linsen, damit ich den roten Faden nicht verliere. Also vom Tragegefühl muss ich wirklich sagen, die sind erste Sahne. Das heißt, die sind etwas ergonomischer geformt. Ich habe auch das Gefühl im Vergleich zu den R2, dass sie hier einfach ein bisschen runder sind. Also die tun auch nicht mehr kratzen, wenn man sie einsteckt. Und ihr seht das selbst, ja, die schmiegen sich hier an. Ich hatte tatsächlich schon das Problem, dass ich die nach einer gewissen Zeit vergessen hatte. Also ich habe dann, Mensch, die habe ich ja noch drin. Besonders wenn man lange Auto fährt, ist das hier eine Sache, die wirklich gut ist. Also wer jetzt Kraftfahrer ist oder auch im PKW unterwegs und weiß, er ist jetzt die nächsten 1-2 Stunden am Fahren, der kann die sich reinschnallen. Was aber dennoch richtig gut funktioniert, die Kopplung mit Endgeräten. Also auch wenn man jetzt sein Smartphone hat, in der Freisprecheinrichtung hat hier Bluetooth gekoppelt und es kommt ein Anruf rein. Dann nimmt er die aus dem Ladecase raus und geht ins Ohr. Der hat auch eine Ohrfunktion, also so eine Ohrerkennung, dass das dann aufhört, die Musik. Aber ansonsten geht das ruckzuck. Also ich nehme die raus, zack, rein, wenn es anruft. Das klappt also immer. Dann haben wir hier diese sogenannte True Wireless Spiegelung. Genau. Und da wollte ich euch ganz kurz mal was von der Webseite vorlesen, weil das ist sehr interessant. Und zwar heißt es hier auf der Webseite, ich lese das von der Homepage ab, die True Wireless Mirroring Technology von Qualcomm bietet eine robuste, störungsfreie Verbindung für ein wirklich beeindruckendes Audioerlebnis. Bei der Mirroring-Technologie hält nur ein Hauptohrhörer die Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone aufrecht, während der zweite Ohrhörer den verbundenen Ohrhörer spiegelt. Wenn du den angeschlossenen Hauptohrhörer entfernst, übernimmt der sekundäre Ohrhörer als Hauptohrhörer die Verbindung ohne Unterbrechung oder wenn die Verbindung zwischen der Handy und dem spiegelnden Ohrhörer stärker ist als die des angebundenen Hauptohrhörers, wechselt die Verbindung automatisch, um die bestmögliche Verbindung zu garantieren. Das ist jetzt so ein bisschen fachchinesisch, aber es klappt wirklich richtig Bombe. Also ich hatte hier noch keine Probleme, also den einzeln nutzen, der ist im Case und dann möchte man den anderen zuschalten, also das klappt richtig gut. Das Einzige, was mir hier ein bisschen aufgefallen ist, dass man wirklich darauf achten muss, dass man nicht so auf die Tasten kommt. Das ist jetzt aber auch eine gute Sache, die sie hier gemacht haben. Rechts einmal tippen geht's lauter, links einmal tippen geht's leiser. Das reagiert sofort mit dem Smartphone. Ihr seht dann, wie das runtergeht. Dann habe ich hier auch noch die Möglichkeit, ein Lied
vorzumachen. Soweit ich weiß, geht das mit lange Drücken oder auch mit Doppeldrücken, weil mit Doppeldrücken mache ich, nee, halt, andersherum was. Mit zweimal Drücken mache ich Play-Pause und mit zweimal schnell hintereinander fängt es wieder an und langes Drücken geht dann ein Lied nach vorne. Also das ist wirklich intuitiv. Ich hatte ja schon von Tautronics welche, da war das mit dem Wischen auch richtig gut, aber hier haben sie es perfektioniert. Auch wenn man mal einfach ein bisschen seitwärts drauf kommt, sind die wirklich hier optimal. Was kann ich noch dazu sagen? Schnelle Verbindung habe ich mir rausgeschrieben. Ladecase gefällt mir sehr gut klein. Handlich einfaches Rausnehmen und wieder einlegen. Ja, ihr seht, ja, das macht man einfach hier auf. Zack, ist es drin. Und dann sind die auch wieder in der Tasche verstaut. Also die sind wirklich klasse. Die gefallen mir sehr gut. Und was halt auch eine feine Sache ist, diese Ohrerkennung. Ich habe das früher gar nicht so sehr gebraucht bzw. genutzt. Aber es ist halt schon fein, wenn man jetzt einfach sagt, okay, ich muss die schnell mal rausnehmen, wenn man irgendwo ist. Will nicht unhöflich sein, da braucht man nicht sein Telefon rausgraben oder den MP3-Player. Man nimmt die raus. Diese Ohrhörer erkennen automatisch, hey, da hört keiner mehr zu und dann wird Pause gemacht. Also das finde ich echt eine klasse Sache. Ja, das war's soweit. Ich glaube, ich habe alles abgehandelt. Wir haben alles durch. Wireless-Spiegelung habe ich gemacht und ansonsten habe ich den Vergleich gemacht mit den True Air 2. Wer die True Air 2 hat, muss es sich überlegen. Diese Erneuerungen muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber wer jetzt noch keine Soundbeats hat, da würde ich dann vorschlagen, lieber die True Air 3. Die sind von der Aufmachung her gleich denen der R2, haben halt hier, wie gesagt, diese Verbesserung mit In-Ear-Erkennung und dann auch diese True Wireless-Spiegelung. Da müsst ihr einfach mal schauen, aber wirklich gefällt mir. Das sind jetzt meine Haupt-In-Ear-Buds und ich bin wirklich froh. Latenz ist klasse. Ja, ich verlabere mich jetzt. Ich habe, glaube ich, schon alles vorgetragen hier. Wer da einfach mal schauen möchte, unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr mal ein bisschen stöbern und die Preise vergleichen. Aber ich habe alles gesagt, was ich da drüber weiß. Dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, wenn mich helfen konnte, vielleicht eine Kaufentscheidung treffen oder auch vielleicht das als Weihnachtsgeschenk ist auch eine super Sache. Und dann freue ich mich über neue Abonnenten aktiviert. Die Glocke ist beides kostenlos. Verpasst da keine weiteren Videos. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal. Bis dann.